So, hallo, ich begrüße euch zu Weltquiz Geografie. Und ich habe mir gedacht, wir haben jetzt ein bisschen Zeit, ne? Ein bisschen Zeit vergangen. Bevor ich jetzt allerdings mich wieder hieran wage und die komplette Welt spiele, wollte ich als kleine Wiederholung erst nochmal die Kontinente durchgehen. Das machen wir in einem Video, weil ich denke, die meisten werden schnell gehen. Das Ding ist ja, es ist deutlich einfacher, wenn man nur die Kontinente spielt, weil dann ja ganz viele Länder raus sind. So wie zum Beispiel bei Afrika gibt es ja recht viele mit diesem Guinea. Aber es gibt ja noch irgendwo ein anderes Guinea, was ich immer verwechsel. Und dann fängt man an, da durcheinander zu kommen. Und wenn wir jetzt aber erstmal wieder die einzelnen Länder machen, die einzelnen Kontinente, dann dürfte das einfacher sein. So, ich glaube, also ich würde mich sehr wundern. Das meine ich jetzt ganz ernst. Ich würde mich sehr wundern, wenn ich hier auch nur einen Fehler habe. Schauen wir mal. Also ich bin der Meinung, wenn ich jetzt nicht versehentlich mich verklicke oder sowas, ne, und zu schnell bin, dann bin ich eigentlich der Meinung, dass ich hier jetzt nichts falsch machen werde. Schauen wir mal. Ich muss nur gut lesen. Liechtenstein und Luxemburg, ne, das darf man nicht verwechseln. Estland. Estland, nicht... Ja. Ja, so viel zu, ich mache nichts falsch. Okay, einen Fehler haben wir schon mal. Habe ich mich zu weit aus dem Fenster gelehnt. Das ist okay, aber jetzt mache ich keinen Fehler mehr. Ukraine war das Große. Ungarn war neben Österreich. Schweiz ist klar. Ja, jetzt kommt mein Estland. Da war ich gedanklich ein Stück falsch. Malta ist unter Italien. Hätte ich das jetzt zum Beispiel... Das ist jetzt das Ding. Hätte ich Moldawien jetzt auf der großen Weltkarte gelesen. Ich glaube, ich würde spontan in Afrika rumklicken, wo diese ganzen anderen Yen-Länder sind. Wie Libyen, Ägypten, ne? Da hätte ich jetzt Moldawien hingepackt. Aber jetzt, wo ich weiß, dass ich in Europa bin und Moldawien hier sein muss, bleibt für Moldawien nur noch dieses Stück. Das meine ich, deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, erst nochmal die europäische Karte, und also alle Kontinente durchzuspielen. Genau deswegen. Auch Bosnien und Herzegowina bin ich immer so ein bisschen unklug, wo das hingehört, aber jetzt, wo ich weiß, wir sind hier in Europa, ach du Schande. Ah, Leute, ich schwanke zwischen hier und hier. Hier ist Kosovo. Hier ist Kosovo. Aber wo ist, was ist das andere? Wenn das eine, also eins und beides ist auf jeden Fall Bosnien und Herzegowina, so, das ist ganz klar. Aber was ist das andere? Daneben ist Kroatien, das weiß ich auch, ne? Das hier ist Kroatien. Was ist Bosnien und Herzegowina? Die kleine, direkt neben Albanien oder direkt neben Serbien? Ich glaube direkt neben Serbien. Ja. Okay, Slowenien ist unter Österreich. Rumänien ist neben Ungarn. Ja, Norwegen ist klar. Bulgarien ist hier unter Rumänien. Machen wir es halt so. Wenn ich nicht hinkriege, über Griechenland zu sagen, kriege ich halt hin unter Rumänien. Litauen ist hier. Dänemark ist hier. Italien, jetzt war ich ganz kurz komplett lost. Belgien ist hier. Niederlande ist direkt drüber. Andorra ist das kleine Stückchen hier. Kroatien, habe ich schon gesagt, ist hier. Monaco. Wait a mo. Ach ja, klar. Hier, Monaco. Zwischen Frankreich und Italien. Die Slowakei ist neben Tschechien. Weißrussland ist auch klar. Muss es nur treffen. Frankreich. Vatikanstadt ist bei Rom, logisch. Montenegro war das andere.
Siehst du, das wäre jetzt auch wieder ein Land gewesen, das hätte ich jetzt nicht nach Europa verortet, wenn ich es auf der Weltkarte gelesen hätte. Sowohl Montenegro als auch Bosnien und Herzegowina würde ich spontan, wenn ich es einfach nur höre, nicht nach Europa verordnen, was nicht so gut ist. Das ist ein Fehler, der darf nicht passieren. Deutschland, Schweden und genau deswegen will ich nochmal die einzelnen Karten spielen, dass ich da fester werde. Ah, die ganzen einfachen fehlen noch. Genau, hier ist Kosovo. Das war's. Okay, also mein einziger Fehler war, Lettland und Estland zu verwechseln. Aber ansonsten habe ich alles richtig. Okay, das war Europa. Machen wir mit Amerika weiter. Ich glaube, da werde ich noch am ehesten auch Erfolg haben. So, Honduras ist eines hiervon. Ich würde es so. Siehst du, da geht schon los. Lass mich nochmal nachdenken. Hier ist es nicht dabei. Hier ist es nicht dabei. Es ist eins von diesen mittelamerikanischen Dingern. Ich glaube, ist es die Mitte? Nein, dann ist es hier. Gut, Kuba, die große Insel. Und auch Kuba wäre jetzt wieder ein Land. Ich weiß jetzt, wenn ich hier in Amerika bin, dass es nur das sein kann. Aber hätte ich jetzt die ganze Karte vor mir, ich glaube, mein Kopf würde mir sagen, Kuba ist irgendwo in Afrika. Weil mein Kopf dumm ist. So. Auch Jamaika hätte ich jetzt spontan nicht hier hingesetzt, aber da das die einzige Option bleibt, ist es für mich klar. Okay, Chile hätte ich immer hier hingesetzt. Trinidad und Tobago hatte ich damals auf der Weltkarte falsch. Aber jetzt, wo man, wie gesagt, halt weiß. Oh, das fällt mir jetzt erst auf. Grenada und hier sind die Grenadinen. Das ist ja sogar nebeneinander. Das ergibt erstaunlich viel Sinn. Das ergibt erstaunlich viel Sinn. Guatemala ist unter Mexiko. Ecuador wissen wir mittlerweile auch. Costa Rica hätte ich auch jetzt spontan nicht hier hingesetzt, tatsächlich. Dann muss es eins hier sein. Mitte oder ganz unten? Oh, nee, eins davon ist noch Nicaragua. Eins davon ist noch Nicaragua. Weil das ist Panama. Das passt doch nicht, was ich hier mache, oder? Das ist die Dominikanische Republik, das ist Haiti. Jo, wo ist Costa Rica? Doch, es muss da oben sein. Es geht gar nicht anders. Aber welches? Immer das Falsche. Ja, okay, so das. Gut, Paraguay weiß ich. Und das wäre jetzt auch ein Land. Wenn ich das jetzt auf der großen Karte lesen würde, würde ich es überall hinsetzen und wüsste nicht, wo es ist. Jetzt weiß ich, es muss eins von den Kleinen hier sein. Ich glaube, es ist dann das da oben. Weil, genau, El Salvador ist das da unten. Aber die beiden hätte ich auf der Weltkarte jetzt vermutlich falsch. Ja? Deswegen der Zusammenhang, erst Kontinente, dann Weltkarte im nächsten Part. Und auch Suriname. Wenn ich jetzt die Weltkarte hier hätte, ich würde Suriname sowas von nach Asien setzen. Jetzt muss es eins von den beiden sein. Das ist hier, das weiß ich. Wait a moment. Das will ich jetzt nicht falsch machen. Das wäre jetzt peinlich. Stopp. 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 Brasilien. Klar. Ich bin draufgekommen, aber es ist mir schon, find schon ärgerlich, dass ich gebraucht habe, um draufzukommen. Haiti. Barbados ist, glaube ich, das da außen gewesen. Peru ist unter Ecuador. Na gut, Kanada auch weglassen.
Ah, das hier war Kolumbien. Ja. Das hier war Kolumbien. Bolivien ist das Stück hier. Das. Bolivien weiß ich jetzt nicht, weil wir das hier geübt haben, sondern weil es einen schönen Clip gibt, wo der Typ von Willi will's wissen bei so einer Show im ARD mitgemacht hat. Und da hat er gegen ein Kind gespielt, Länder auf der Karte bestimmen und hatte Bolivien falsch. Und das Kind lacht ihn dermaßen frech aus. Da gibt es jetzt ein paar Memes, die dadurch entstanden sind. Deswegen weiß ich jetzt hundertprozentig, wo Bolivien ist, weil ich nicht, nicht wie dieses Kind ausgelacht werden möchte. Wie Willi ausgelacht werden möchte von diesem Kind. Das Kind geht voll ab, als er es falsch hat. Er tippt nämlich auf Ecuador. Er tippt auf Ecuador und das Kind so, ha, Bolivien, und lacht ihn übelst aus. Falls ihr es irgendwie findet, ich weiß nicht, So, Nicaragua ist die Mitte. Das muss ich mir merken. Die drei muss ich mir mal merken. Die mache ich jedes Mal falsch. Uruguay weiß ich auch. Antigua und Barbuda kann jetzt ja nur noch das da oben sein. Panama war der hier, klar. Panama-Kanal. Dominica ist die Insel hier. Passt nämlich zur Dominikanischen Republik. So kann man sich das merken, dass das zusammenhängt. Brasilien ist hier. Auch Guyana würde ich ganz spontan nach Afrika setzen. Ja? Weil es doch mehr afrikanisch irgendwo klingt und ich mir mal diese Merkregel hatte mit alles, was ein A hinten dran hat. Was funktioniert, sobald man in Afrika ist, dass es dann südlich ist. Aber wenn ich halt auf der Weltkarte bin, funktioniert es nicht mehr, weil dann ist Guyana nämlich hier. So ein Ding ist das. Venezuela ist neben Guyana. Dann haben wir noch die Dominikanische Republik. Dann haben wir noch die Bahamas. Auch die, glaube ich, würde ich spontan dooferweise nicht hier hinsetzen, wenn ich die ganze Weltkarte hätte. So, jetzt ist es klar. Jetzt ist es klar. Wenn ich nur Amerika spiele, ist es klar. So, St. Lucia bleibt nur noch die Insel. Ach, das war's schon. Hatte ich einen Fehler? Wait, was hatte ich denn? Ach ja, ich hatte die in Mittelamerika, hatte ich falsch, die Dinger. Richtig. Okay, bin ich zufrieden. Bin ich zufrieden. Machen wir als nächstes Asien. Da sehe ich mich auch noch. Da sehe ich auch noch, dass ich, wenn ich nur Asien vor mir habe, dass ich es richtig hinbekomme. Teilweise, also ich sage jetzt mal, ich würde mir eine Fehleranzahl von 3 zugestehen. Ich glaube, 3 mache ich falsch, weil ich hier durcheinander komme mit Thailand und Vietnam. Aber wenn ich dann einmal falsch geklickt habe, bleibt dann nur noch das andere übrig. Oh, und okay, hier vielleicht mit Tadschikistan und Kirgisistan und Usbekistan. Wobei, ah, wir werden sehen. Wir werden sehen, was kommt. Okay, Georgien ist direkt an Europa dran. Brunei war hier bei, hier. Vereinigte Arabische Emirate. Saudi-Arabien ist das hier, dann sind die Vereinigten Arabischen Emirate das hier. Da, jetzt geht's nämlich los. Ich habe 2 Optionen für Thailand. Hier und hier. Ich meine aber, das hier außen war Vietnam. Ich meine, das war Vietnam. Nordkorea, Jemen, kurz nachdenken. Hier war Oman, hier war Jemen. Passt schon. Singapur war hier die kleine Stadt. Kasachstan war das ganz große. Aserbaidschan war neben Armenien. Iran war das große. Weil das kleine hier war Irak. Katar ist direkt. Aha, stopp. Das hätte ich fast hier, ne? Das hier ist Bahrain. Das hier ist Katar. Israel ist hier, das hier. Okay, jetzt kommt das erste, was ich vielleicht daneben klicke. Ich sage euch 2 Optionen. Hier oder hier. Ich glaube aber, Tadschikistan war unter Usbekistan. Dann doch hier.
Die falschen 50%. Okay. Malaysia. Jetzt gut aufpassen. Das hier waren die Philippinen. Das hier war Indonesien. Ich habe gerade das Gefühl, ich mache gleich was falsch. Das hier? Oder das hier? Das hier war Bangladesch. Das hier war Bangladesch. Was ist denn das hier, verdammt nochmal? Das hier war Laos. Das hier ist Kambodscha. Das hier ist Taiwan. Ich hätte mich auf mein erstes Gefühl wie immer verlassen sollen. Natürlich falsch gemacht. Okay, Palästina ist bei Israel. Jordanien ist neben Israel gewesen, aber nicht das kleine da oben. Kirgisistan ist das hier. Südkorea ist hier. Afghanistan ist hier in der Mitte. Oman war, haben wir schon gesagt, ist hier. Osttimor war hier dieses Stück hier in Indonesien, dieses kleine Stück hier. Das war Osttimor. Auch das wäre jetzt ein Land auf der Weltkarte, glaube ich, würde ich das jetzt spontan falsch gemacht. Hätte ich das jetzt spontan falsch gemacht. Daher wäre ich nicht auf dieses Stück hier gekommen. Jetzt, wo ich halt nur die Optionen habe und alles andere ausschließen kann, bleibt nur noch das hier für Osttimor. Kambodscha habe ich schon gesagt. Bahrain habe ich schon gesagt. Indien ist klar. Taiwan ist klar. Bhutan. Bhutan. Ist, glaube ich, das da. Libanon ist über Palästina. Laos habe ich auch gesagt, ist hier. Usbekistan ist hier. Vietnam ist... Genau, das waren die zwei, wo ich gesagt habe, entweder Thailand oder Vietnam, dann ist Vietnam hier drüben. Ah, Sri Lanka ist vor Indien. Das hätte ich jetzt, glaube ich, auf der Weltkarte auch falsch. Ich glaube, das hätte ich auf der Weltkarte auch falsch. Die Philippinen, habe ich auch schon gesagt, sind hier. Saudi-Arabien ist klar. Das hätte ich auch falsch. Jetzt weiß ich, wo Myanmar ist. Bevor ich mache es falsch, aber es bleibt jetzt nicht mehr viel übrig. Aber auf der Weltkarte hätte ich nicht hier hingeklickt. Myanmar neben Thailand hätte ich nicht hierhin geklickt auf der Weltkarte, ne? So, Kuwait. Moment. Jetzt ganz, ganz langsam. Ist das hier Kuwait? Das ist das Einzige, was bei mir im Ausschlussverfahren gerade bleibt. Nee, ist es nicht. Wo ist noch Platz? Das hier ist Türkei, das hier ist Syrien. Da. Da war noch ein Plätzchen. Das war wieder schlecht, siehst du? Okay, Armenien ist neben der Türkei. Irak ist hier. Naja, klar. Irak und Kuwait, so, das muss man eigentlich. Iran, Irak, Kuwait, das muss man eigentlich zusammenbringen, gedanklich. China. Das hatte ich vorhin vergessen. Turkmenistan, deswegen habe ich Tadschikistan dahin gesetzt. Na, hier war was mit T, das wusste ich noch. Hier war was mit T. Ich habe Turkmenistan vergessen. Ich würde mal nicht merken, es ist auf der gleichen Höhe wie die Türkei. Oh, Türk, haut hin. Russland. Jetzt kommt Indonesien. Die Malediven ist diese Inselgruppe hier. Auch die würde ich, glaube ich, jetzt auf der großen Weltkarte falsch machen. Hier bleibt ja nur das übrig. Pakistan. Mongolei. Ich sage immer Mongolien. Ich weiß auch nicht, warum ich mir das angewöhnt habe.
Bangladesch, Syrien, Nepal, Türkei. Okay. Bin ich bei meinen vier Fehlern? Ja, bin ich. Okay. Das ist okay. Das ist okay. Das passt. So. Wie lange nehmen wir schon auf? Ich wollte eigentlich gerne alle Kontinente in ein Video packen, aber wir sind schon bei 20 Minuten. Ne? Vielleicht machen wir drei Kontinente und Ozeanien ist ja nicht so groß. Machen wir noch Ozeanien, das ist nicht so groß, oder machen wir im nächsten Video noch Afrika und... Ne, wir haben ja schon drei. Ja, dann kriegen wir es auch noch durch. Machen wir Ozeanien. Das ist das, wo ich am ehesten jetzt raten werde. Bin ich ganz ehrlich, weil halt da diese Inselgruppen kommen. Diese vielen, vielen Inselgruppen, wo ich komplett lost bin. Na, die da. Das ist... Aber das geht jetzt dafür halt fix. Genau, und das ist das, was ich meinte. Das ist genau das, was ich meinte. Papua-Neuguinea, wenn ich das jetzt lesen würde, auf der Weltkarte, ich würde in Afrika rumklicken wie ein Weltmeister, weil da halt so viele Guineas sind. Ja? Dabei ist es hier. Das muss ich mir merken. Papua-Neuguinea hat nichts in Afrika verloren. Aber gar nichts. Fidschi sind die großen gelben, ich darf es mir nicht mit der Farbe merken, aber die sind die großen Inseln. Die etwas größeren sind die Fidschi-Inseln, das habe ich mir noch gemerkt. Nauru ist die einzelne. Das weiß ich auch noch. Ja, und jetzt hört es halt auf. Das ist die Stelle, wo ich auch auf der Weltkarte anfange, dann hier Punkte zu verlieren, weil ich weiß nicht, was Vanuatu ist. Ich weiß, das hier ist Mikronesien, das weiß ich noch. Das habe ich mir aus irgendeinem Grund gemerkt. Aber Vanuatu, keine Ahnung. Muss durchraten. Da unten. Vanuatu neben Fidschi. Ob ich mir das gemerkt bekomme, weiß nicht. Mikronesien, wie gesagt, aus irgendeinem Grund habe ich mir das gemerkt. Ich kann es nicht sagen, warum. Palau. Ah, okay. Neben Mikronesien und neben... Ah, ich habe eine Merk... Das sind doch hier die Philippinen. Ja, das hier sind die Philippinen. Das hier ist ja Indonesien. Das hier ist ja Indonesien. Das hier ist die Malaysia. Ne? Hier sind die Philippinen. Und neben den Philippinen, neben den Philippinen, die mit P geschrieben werden, ist Palau. Das kann man sich sogar merken. So, Tonga hätte ich jetzt, wenn ich jetzt Tonga gelesen hätte, würde ich in Afrika rumklicken. Ich würde in Afrika rumklicken und würde Tonga suchen. Und Tonga ist da nicht, offenbar. Tonga muss eins hiervon sein. Sind Tonga die zwei kleinen? Nein. Okay, Vanuatu, Fidschi, Tonga. Da kriege ich keinen Zusammenhang hin. Ah, die Marshallinseln sind es da oben gewesen. Die waren über Nauru. Das weiß ich auch noch. Kiribati. Keine Ahnung. Dann das Große. Das Große ist Kiribati. Wie merke ich mir, dass das Kiribati ist? Ich weiß es nicht. Samoa. Ich glaube, Samoa sind die zwei Kleinen. Ja. Wie merke ich mir das? Ich weiß es nicht. Neuseeland ist klar. Die Salomonen. Das hier, Tuvalu ist das hier. Also. Palau kriege ich hin. Mikronesien kriege ich hin. Marshallinseln kriege ich hin. Nauru kriege ich auch hin. Fidschi kriege ich hin. Samoa vielleicht. Aber ein paar bleiben zum Raten. Ich glaube, die Salomonen. Weiß ich nicht. Tuvalu. Weiß ich auch nicht. Und dann hier Vanuatu, Tonga. Das ist alle komisch. Ich glaube, die werde ich mir nicht merken. Aber das war Ozeanien. Okay. So. Jetzt noch Afrika. Jetzt wird's richtig interessant. Auch da werden jetzt ganz viele Länder kommen, die ich woanders hingeordnet hätte, wenn wir die Weltkarte spielen würden. Deswegen ja die Vorbereitung. Vor allem diese Inselgruppen hier, da würde ich, glaube ich, anfangen, in die Australien-Inselgruppen zu klicken, wenn ich nicht drauf komme. Okay, Madagaskar ist natürlich die große Insel direkt vor Afrika. So.
Sollte ich, glaube ich, hinbekommen. Und jetzt geht's los. Benin. Ich glaube, da würde ich jetzt in Südamerika anfangen rumzuklicken. Und zwar oben bei den Zweien, wo Dings ist. Und wir hatten es ja gerade. Ach, was waren da für Länder? Wenn ich die Namen lese, weiß ich's, aber von selbst den Namen des den Landes. Von selbst des, den Namen des Landes zu sagen, dafür reicht es dann auch wieder noch nicht, ne? So, aber wenn jetzt hier Benin ist. Wo zum Teufel ist Benin? Es kann doch nur eins von den beiden Kleinen hier sein. Schade. Es ist... Ich glaube, Benin hatten wir schon mal auf der Weltkarte als Problem. Ich glaube, Benin werde ich mir auch nicht mehr merken. Das ist Benin. Doch eins von den dreien da. Ah, es ist ärgerlich. Es ist echt ärgerlich. Okay, Äthiopien. Ganz kurz. Ägypten... Äthiopien direkt neben Ägypten? Nee, stopp! 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 Äthiopien war das oder das? Das war nämlich mein Gedankenfehler, den ich schon mal hatte. Okay, Sambia weiß ich. Ganz kurz nachdenken. Hier ist Namibia. Hier ist Sambia. Sierra Leone. Das hätte ich spontan jetzt auch nach Amerika geschickt, wenn ich Amerika nicht gerade schon gespielt hätte. Dann muss Sierra Leone eins hiervon sein. Und zwar, glaube ich, irgend so ein kleines. Das da. Dieser Knubbel ist Sierra Leone. Ruanda ist irgendwo da unten. Das ist Simbabwe. Das ist, weiß ich spontan nicht. Das ist Namibia, haben wir schon gesagt. Das hier ist... Irgendwas mit A. Angola. Angola. Das ist Angola. Ich weiß gerade nicht, was das ist. Das hier ist hier mit M. Mit M auf jeden Fall nicht Ruanda. Das hier ist mit T. Ist eins von den... Ich bin wieder bei den Kleinen hier. Okay, das obere ist Ruanda. Ich werde es mir nicht merken. Kamerun weiß ich. Zimbabwe habe ich gerade schon gesagt. Sudan ist das hier. Djibouti. Djibouti. Hat es so eine Inselgruppe? Nein. Lost. Ah, nee, das war das hier. Wieso bin ich dumm? Tansania, das war hier. Namibia war hier. Niger. Jetzt ist wieder die Frage. Das eine ist... okay, richtigen 50%. Aber es war raten. Somalia ist hier. Südsudan ist unterm Sudan. Klar. Mali hätte ich jetzt spontan wahrscheinlich auch falsch gesetzt auf der Weltkarte. Jetzt, wo wir hier sind... Weiß ich, dass es das hier ist. Elfenbeinküste ist. Jetzt vorsichtig. Jetzt vorsichtig. Doch, Elfenbeinküste ist hier. Tunesien ist hier oben. Ah, die Komoren. Eins von, ja, okay. Die Komoren sind über Madagaskar. Ja gut, das ist alles über Madagaskar. Jetzt geht's nämlich los mit Guinea. Die ganzen Guinea-Dinger, ne? Papua-Neuguinea. Das ist... Eben Indonesien. Aber Guinea-Bissau, so das ist jetzt hier dieses ganze Stück. Kleine, glaube ich. Gabun ist das Ding, was hier reingeht. Dann ist es das Ding, wo was... Weder noch. Ja, moin. Okay, was war Gabun?
War Gabun das Stück, wo Äquatorialguinea drin ist? Ah, das war Gabun. Ja, aber das ist das Ding, was ich meine. Dann ist Guinea das hier. Marokko ist hier oben. Angola, habe ich schon gesagt, ist hier. Demokratische Republik Kongo, jetzt aufpassen, ist das Große gewesen. Zentralafrikanische Republik ist über der Demokratischen Republik. Das ist auch eins. Das hatte ich auch falsch, als ich das letzte Mal die Weltkarte gespielt habe. Ne? Ich meine, das war eins, was ich falsch hatte. Okay, Ausschlussverfahren. Es bleibt nicht viel, wo ich es hinsetzen kann gerade. Es bleibt nicht viel, wo ich es hinsetzen kann. Es bleibt eigentlich nur das hier. Aber ich wüsste es jetzt nicht. Wenn ich jetzt die Karte alleine vor mir hätte und hätte die anderen nicht schon ausgefüllt, würde ich, glaube ich, mehr raten. Aber es bleibt jetzt eigentlich nur das hier. Okay. Eritrea. Republik Kongo, das ist das Kleine neben der Demokratischen Republik. Oh, Botswana. Ah, das Kleine. Das hier war Botswana. Nee, oh. Das hier oder das hier? Geh hier hin. Ja. Nigeria ist jetzt hier unten. Das ist das direkt am Meer. Ägypten ist klar. Kenia ist neben Tansania. Ja, Kenia ist zwischen Äthiopien und Tansania. Right. Mosambik war das hier. Das war das, was ich meinte. Es fängt mit M an, aber ich kam nicht auf den Namen. Das war Mosambik. Das sind die beiden Inseln hier. Ghana ist das hier. Ja, das war dieses Rechteck. Oh, Tschad ist auch so ein Land, was ich, wenn ich jetzt nicht hier in Afrika wäre, irgendwo hinsetzen würde, wo ich es nicht wüsste. Jetzt weiß ich natürlich, Tschad ist hier. Ich meinte, Tschad ist hier. Ups. Ups. Was bist du denn, wenn du nicht Tschad bist? Wir werden sehen. Aber das wäre jetzt auch ein Land, was ich nicht nach Afrika gesetzt hätte, wenn ich raten würde auf der Weltkarte. Mauritius-Inseln sind das hier. Nee, 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 stopp. Oder? Doch nicht. Nee, dann sind es doch die zwei hier. Obere. Das hier. Mist. Hier Malawi hätte ich jetzt auch nicht spontan nach Afrika gesetzt. Das hätte ich jetzt auch falsch. Malawi kann eigentlich nur noch dieses Stück hier sein. Scheibenhonig. Nee, wait, ist das hier aus Malawi? Ich wollte gerade sagen, es passt doch nicht. Ist das hier Malawi? Ist das hier Malawi? Jetzt bin ich, was ist denn jetzt kaputt? Wartet mal. Also, hier ist Liberia-Dingens. Was fehlt mir denn noch? Oh, dieses kleine Stück fehlt mir noch. Da ist auch nicht La Malawi. Malawi killt mich. Das hier ist Liberia, das kriege ich gar nicht erst an. Aber wo habe ich jetzt noch ein La. Das hier habe ich noch übrig. Malawi und Mosambik, beide fangen mit M an. Madagaskar. Madagaskar, Mosambik, Malawi. Das müsste man doch hinkriegen. So, Libyen ist hier. Uganda war unter Südsudan. Udan, Ugan. Das müsste man sich doch auch merken können. Algerien war direkt hier. Eswatini war das Ding da unten. Das da hier. Weil das hier ist Lesotho. Weiß ich auch noch. Ach, natürlich, diese Schellen gibt es ja noch. Mauretanien war hier auch mit M, genau. Liberia habe ich schon gesagt. Burundi. Ah, Burundi und Ruanda. Das waren die beiden kleinen. I remember. So, Togo ist dieses Stück hier. Kap Verde war das hier außen, richtig. Südafrika hier unten. Lesotho hier. Und jetzt haben wir noch Gambia. Gambia ist das Große. Nee. Ach, ich werde es wieder falsch rum machen. Doch richtig rum. Oh, nee, Senegal fehlt noch.
In Senegal. Ist Senegal das Ding, wo Gambia reingeht? Das ist Senegal. Afrika ist noch mit Abstand das Schlechteste. Afrika ist noch mit Abstand das Schlechteste. Aber nächstes Mal probieren wir wieder die Weltkarte, Guys. Danke fürs Zuschauen und lass jetzt wieder so vielleicht 2 Tage vergehen, dann nehme ich die Weltkarte auf. Das sollte jetzt nochmal so eine Übung sein. Ich merke, ich würde manche Länder falsch setzen, wenn ich die ganze Karte vor mir hätte. Wenn ich nur die Kontinentkarte vor mir habe und ich nicht so viel Auswahl habe, kriege ich es besser hin. Außer in Afrika. In Afrika ist noch zu viel falsch. Aber ich glaube, da haben wir jetzt auch noch mal ein bisschen mehr gelernt. Danke fürs Zuschauen und tschüss.